Herzlich willkommen, ihr schaut Franz Hilly Info. Heute habe ich für euch einen persönlichen, einen privaten Rückblick 2024. Viel Spaß, bis gleich. So, ein persönlicher, privater Rückblick 2024. Die Ereignisse in diesem Jahr, die stapelten sich, also die negativen, leider. Leider ist es so. Ab April, da ging das los, bis Oktober, würde ich mal sagen. Aber dazu komme ich noch am Ende dieses Videos. Eine absolute Kurzform von dem, was mir da so passiert ist. Da erzähle ich euch dann ganz gerne von. Aber am Anfang erstmal die schönen und tollen Tage, die ich so hatte in diesem Jahr. Es war ja nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht in diesem Jahr. Es fing ja auch sehr gut an mit der Rota Live. Im März, da war ich mit dem Andi. Alleine wäre ich da, glaube ich, nicht hingefahren, weil 750 Kilometer hin und 750 Kilometer wieder zurück, also 1500 Kilometer, das ist doch finanziell doch eine ganze Ecke. Und der Andi, ganz liebe Grüße. Der hat gesagt, Mensch, da fahre ich mit, das interessiert mich. Und dann haben wir da uns das alles angeschaut. Empfehle ich nur jeden, dort mal aufzutauchen, sich das anzuschauen. Dieses Jahr war auch wirklich sehr schönes Wetter, eine tolle Veranstaltung. Und die bekannten 3D-Piloten, die liefen natürlich alle rum, haben ihre Vorführung gemacht. Und auch wunderschöne, riesengroße Scale-Helikopter konnte man dort bewundern. Der eine oder andere läuft dann da auch über den Weg. Logischerweise, als Beispiel der Steven Betzler, der ist mir da entgegengekommen und der sagt, Mensch Frank, wie geht's dir? Alles gut? Ich sag, Mensch Steven, jo, mir geht's gut. So ein kleiner Mini-Smalltalk und dann war es auch schon wieder vorbei. Ganz liebe Grüße an alle 3D-Heli-Piloten an dieser Stelle. Dann habe ich auch schon angekündigt in einem von meinen Videos, die beiden Videos, die ich gemacht habe Anfang des Jahres, im Mai eine Rundreise mit meiner Frau, eine Woche lang. Tschechei, wir waren erst in der Tschechei, ganz chillig, und dann sind wir nach Wien gefahren. Ich blende euch hier mal nebenbei immer wieder ein paar Fotos rein. Das hier war also in Wien, haben wir da ein paar schöne Tage verbracht. Ich gucke dann immer so ein bisschen rein ins Bild, damit ich nicht das Bild ausfülle, sondern damit die Landschaft da auch zur Geltung kommt und nicht ich. Und von dort an. Von dort ging es dann weiter in Richtung Wörthersee. Am wunderschönen Wörthersee. Hier ist der Ankunftstag noch mit schönem Wetter. Dort haben wir besucht den Michael. Den Michael mit seiner Frau. Und es war leider, als wir dann da waren, kein richtiges Flugwetter. Und dann hat er uns eingeladen zu sich nach Hause. Wir haben dort wunderschön gegessen. Wir sind wundervoll dort empfangen worden. Ein wunderschöner, ein toller Tag. Und die Gegend dort in Österreich, die Landschaft ist fantastisch. Ganz, ganz liebe Grüße nach Österreich, alle Österreicher. Von dort aus ging es dann wieder zurück in Richtung Heimat, also in der Nähe vom Chiemsee. Modellfluggruppe Achental. Da habe ich mich dann also angemeldet sozusagen beim Thomas Freidel, beim Freidel Thomas. Und war also tatsächlich auch Flugwetter. Da konnten wir ein bisschen mit dem Helikopter fliegen. Ein wunderschönes Fluggelände mit diesem Berg dort im Hintergrund. Zwei Jugendliche waren dann da noch und haben mit dem Flächenflieger da ihre Kunststückchen gemacht. Ganz, ganz liebe Grüße an den Nachwuchs. Das war auch toll und auch wieder herzlich aufgenommen worden. Ganz toll. Thomas, ganz liebe Grüße und auch natürlich ganz liebe Grüße nach Bayern. Das wunderschöne Bayern. Am 1. Juni war eine richtig tolle Veranstaltung und zwar in Schleswig-Holstein, FAG Kaltenkirchen. Ein Heli-Treffen war dort. Und dort habe ich es geschafft, endlich nach vielen Telefonaten
jemanden zu treffen, den ich schon immer mal persönlich kennenlernen wollte und er mich auch, so wie es herausgestellt hat. Der Olli Paddelflieger, kennt ja natürlich auch jeder, ist ja ganz klar. Den habe ich ja dort getroffen, auch dort Glück gehabt mit dem Wetter, richtig toll, eine tolle Veranstaltung, ein reines Heli-Treffen dort. Und der Olli lief da rum mit seiner Kamera. Ich konnte fliegen und er lief mit seiner Kamera rum und hat natürlich ein wunderschönes Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Und sein Kanal, der kommt unten bei mir in die Videobeschreibung rein. Das war wirklich eine tolle Sache. Das werde ich, glaube ich, nächstes Jahr wieder machen. Da in Kaltenkirchen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Hier noch ein Gruppenfoto habe ich hier noch. Genau. Dann ging es weiter. Im Juli, am 27. Juli, FSG Felefanz. Dort, das ist, ach so, wo ist es? Wo ist Felefanz? Genau, das ist bei Oranienburg. Das liegt, warte mal, nordwestlich von Berlin. Da sind wir also hingefahren mit dem Peter. War Andi auch dabei? Weiß ich gar nicht. Ist auch egal. Auch wieder eine tolle Veranstaltung. Ich bin immer nur auf tollen Veranstaltungen, oder? Ist ja wohl ganz klar. Wenn man da so schön empfangen wird, kommt natürlich auch mal drauf an, wie man dort auftritt. Oh, jetzt kommt mein Kater rein. Hallo Orgi, grüß dich. Ich lass die Kamera einfach laufen heute, ne? Egal, was hier passiert. Wo war ich? Felefanz. Beim Lothar. Da haben wir also auch einen wunderschönen Tag gehabt. Ich habe nur ein einziges Foto für euch, das seht ihr jetzt hier die ganze Zeit schon. Auch jedes Jahr immer wieder gerne. Am 21. September in Berfelde. Ein spontanes, wirklich spontanes Pilotentreffen in Berfelde. Eine Woche vorher haben wir gesagt, wollen wir nicht mal ein Pilotentreffen wieder machen? Jo, sehr gerne. Der Bernd, unser Chef. Hört er nicht gerne, ne, der Bernd, aber er ist es nun mal. Der liebe Bernd, der das alles organisiert, der unseren Rasen mäht und so weiter, das ist nun mal unser Chef, hat das organisiert und hat eingeladen dazu, so möchte ich es mal sagen. Organisiert haben wir alle das Jahr zusammen. Und das war auch toll. Ein tolles Wetter gehabt und so viele Leute waren da. Für die, so eine kurze Vorlaufzeit von einer Woche nur war das wirklich ganz, ganz toll. Alle sind da willkommen, ob kleine Modelle, große Modelle, kleine Helis, große Helis, Schaumwaffeln oder hier riesengroße Doppeldecker vom Frank, der die alle selber baut. Hier auf dem Foto sieht man das gar nicht, wie groß der ist, aber wenn ihr euch den Motor mal anguckt, mit einem Sternmotor, sehr, sehr beeindruckend, was er da baut und wie er die Dinger natürlich auch fliegen kann in der Luft. Hervorragend. Dann nochmal mit dem Ilia, der war auch in Berfelde, habe ich auch dort eingeladen. War toll, war schön. Wir sind da, unser Verein ist da so ein bisschen familiär, so möchte ich das mal. Was heißt Verein? Wir sind ja gar kein Verein, wir sind ja eine Interessengemeinschaft. Ja, okay. So, dann am 5. Oktober habe ich eine Einladung bekommen zum Segelschlepptreffen und Freundschaftsfliegen MFC Hans Grade. Das ist, wo ist denn das? Das ist im Werneuchen bei Bernau. Das ist genau auf der anderen Seite von Felefanz, nämlich nordöstlich von Berlin. Und da habe ich eine Einladung bekommen vom zweiten Vereinsvorsitzenden von dem Ilja, Dr. Ilja Kolber. So viel Zeit muss sein. Hier auf dem Bild in der Mitte. Links bin ich, logisch. Und rechts davon ist sein Vater. Den allergrößten Respekt vor diesem Mann. Sind aus der Ukraine und der hat eine eigene, damals, vor langer Zeit, eine eigene Zeitschrift rausgebracht und baut eigene Helikopter und hat eigene Helikopter konstruiert und so weiter. Da verneige ich mich vor solchen Menschen. Ganz toll. Auch diese Veranstaltung war mal was Neues für mich, weil das waren alles riesengroße Segler, die dort waren. Hier auf dem Foto ist, glaube ich, sehr gut zu sehen. Und einen Link dazu habe ich auch für euch.
Ich glaube, hier oben funktioniert es nicht, auf Facebook einen Link zu setzen. Das mache ich unten in der Videobeschreibung an Facebook und die Webseite von dem Verein Hans Grade. Das waren meine Veranstaltungen, die ich so besucht habe. Was ich nicht geschafft habe, sehr leider bedauerlich, das war nach Zittau wollte ich noch, nach Ober-Seifersdorf, Flugmodellsportclub Cirrus. Das habe ich dieses Jahr leider nicht geschafft. Hätte ich mich gerne unterhalten mit dem Basti, mit dem Sebastian Schmidt, ein Alleskönner, so würde ich ihn mal bezeichnen, auch 3D-Pilot und fliegt also alles, was so fliegen kann, kann er einfach. Schade, aber ich hoffe nicht, dass ich das nächstes Jahr schaffe, dort aufzutauchen. Und was mich auch geärgert hat, ist MFC Herzberg südlich Brandenburg. Das ist auch eine wundervolle, riesengroße Veranstaltung mit Turbinenjets, Großmodellen, Helikopter. Das kann ich auch nur empfehlen, dass, wenn ihr da in der Nähe seid, dass ihr dann da auch nochmal vorbeischaut. Richtig toll. So, das waren die Veranstaltungen, die ich 2024 besucht habe, wo ich viel Spaß hatte. Und jetzt nochmal, anfangs sagte ich ja, Ereignisse, die mich da so ein bisschen runtergezogen haben, die sich gestapelt haben und auch der Grund, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe. Für alle, die es nicht interessiert, also es hat jetzt nichts mehr mit Helikopter zu tun, mit RC-Flug, da könnt ihr abschalten. Jetzt kommt nur noch Privates von mir. Ich habe mir Anfang des Jahres ein Traumauto geleistet, einen schönen Mercedes, kann ich ja sagen, ein V6 Diesel, ein NL350, typisch gefahren und im März oder Anfang April ist mir der Motor um die Ohren geflogen und ich hatte einen kapitalen Motorschaden, Kurbelwellenlagerdefekt. Ich verkürze das jetzt ganz stark. Okay, war nicht mehr reparabel, habe einen neuen Motorblock gesucht. Ach, nach langem Hin und Her habe ich dann auch tatsächlich einen gefunden. Der wurde dann professionell eingebaut und nach 100 Kilometern hatte ich wieder einen Kurbelwellenlagerschaden. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Was ist denn hier los? Zweimal das gleiche hintereinander, unglaublich. Aber so ist es nun mal. Und in der Zeit ist mir auch noch mein Fernseher ausgestiegen, den ich hier so hatte. Was ist denn hier los? Und bei meinem Computer ist ich stürzte immer beim Zocken, ich zocke ja auch sehr gerne. Da sind die Spiele immer wieder in kürzeren Abständen abgestürzt. Bupp, aus. Ich dachte, was ist denn hier los? Was ist denn für eine Scheiße? Mein bester Freund, der Danny und auch gleichzeitig mein Systemadministrator, der hat da so ziemlich alles ausgetauscht und es wurde nicht besser. Und dann nach vielen Recherchen ist er dann drauf gekommen und hat es dann entdeckt. Sagt er, du, pass mal auf, dein Intel Core Prozessor. I9 heißt das Ding, glaube ich. Ich kenne mich da nicht aus. Ich lasse das ja alles machen. Der zerstört sich von selbst. Ich sage, das ist ja toll. Ja, Intel weiß das und es gibt auch keine Rückrufaktion oder irgendwie sowas. Die versuchen das irgendwie so, habe ich das Gefühl zumindest, zu vertuschen. Und ich als Kunde, einer von vielen tausenden Kunden, wir müssen das jetzt so irgendwie so ausbaden. Den haben wir vor über einem Monat eingeschickt und den habe ich leider immer noch nicht wieder. Mal sehen, was daraus dann wird. Und das sind so Sachen, die haben mich dann so ziemlich alle runtergezogen, wo ich dann auch keinen Bock mehr hatte, ein Video zu machen oder überhaupt irgendwas zu bauen. Apropos bauen, der Banshee 700, den ich ja Anfang des Jahres angekündigt habe, den hatte ich jetzt hier dreimal auf dem Tisch. Und es fehlten noch ein paar Teile, die habe ich nachbestellt, aber ich hatte da irgendwie, der stand hier. Mein Kater will wieder raus, na los. So, der hat eine eigene Katzenklappe hier übrigens. Der stand ja auf dem Tisch, der Banshee, und ich hatte keinen Bock drauf. Ich hatte überhaupt keine Lust, diesen Helikopter zusammenzubauen, weil ich vollkommen andere Gedanken, andere Sorgen hatte. Okay, also daraus wird auch nichts mehr. Alle, die auf dieses Banshee-Video warten, tut mir leid, Leute, den habe ich wieder zurückgegeben an Michael nach Hannover. Hat er auch Verständnis dafür, sagt er, klar, Frank, gib her, du hast jetzt erstmal andere Sorgen. Okay, so, das war, so, jetzt habe ich mein Leid geklagt hier auf meinem eigenen Kanal. Das darf ich, denke ich mal, glaube ich, auch mal machen. Mal ein komplett anderes Video von mir. War mir auch ein Bedürfnis, das mal hier zu senden. Ein Video kommt noch dieses Jahr. Habe ich auch angesprochen, Anfang des Jahres. Tipps und Tricks und
Dann habe ich noch so zwei, drei Zuschauerfragen, die ich beantworten kann. Die nehme ich dann damit rein. Und dann war es das für mich dieses Jahr 2024. Mal sehen, ob es 2025 noch irgendwas gibt, worüber es sich lohnt, ein Video zu machen. Ja, wenn ich nichts weiter habe, kein Thema habe, wo es sich lohnt, diesen Aufwand hier zu betreiben mit einem Video, dann hört ihr erstmal eine ganze Weile nichts von mir. Okay? Gut. So, das war's von mir. Die Kamera lief einfach so durch. Das lasse ich auch so ungeschnitten. Ich wünsche euch alles Gute. Dann sehen und hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.